Ladies and Gentlemen, ich heiße euch herzlich... Warte mal. Ich heiße euch... Ach, scheiß drauf. Auf jeden Fall, hallo! Hier in Fakultät 3. Hi! Erstmal das Intro voll versauen. Aber ich habe keine Lust, das mal neu anzufangen. Oh yeah. So, also wir haben an Waffen. Was haben wir da nochmal? Wir haben Sniper. Shredder. Warte mal. Ey, was? Eben rausgehen. Da ist irgendwas creepy. Unter der 1 haben wir die Sniper. 2 ist Shredder. 3 ist... What the fuck? Warum habe ich 3 auch Shredder? Und die 4 ist das hier. Okay, Moment, da muss ich eben eine andere holen. Und ich muss mein Handy mal kurz mit Strom anschließen. Hat ein Kack-Handy. Moment, eben Kabel rein. Tief und fest. Ich muss ja auch wissen, wie lange die Folge geht, wa? So, was holen wir uns denn da? Hä? Was hatte ich denn da vorher? Ach genau, ich wollte mir wieder einen Bogen holen, da war das zwar. Da war ja was. Spezielles hier, Rekurvbogen. Ausrüsten hier. Da war, hä? Was? Verstehe ich nicht. Das ist so cool. Okay, also 2 ist denn die wichtigste Waffe da. Machen wir so. Jo. Ah. War irgendwie ein bisschen komisch. Was haben wir denn noch? Jage 2 Bären mit der am Zielort gestellten Machete. Machete für einen Pelzhändler. Bitte sehr richtig rum. Ja, ich bin richtig rumgelaufen. Yay. Ha. Naja, du liest, was geht. Wow! Okay, warte mal. Bleibt mal stehen, ihr kleinen Fotzen. Bleib stehen. Spasti, ey. Und du hast überhaupt nichts zu melden, ja? Schnauze. So, jetzt könnt ihr mich im Arsch lecken. Kommt her, ja, komm. Wichser. Warte, hätten die mich fast umgefahren? Finde ich, geht gar nicht klar. Erstmal alle töten. Da unten? Okay. Kein Ding. Erstmal ganz geschmeidig landen. Und Kisten looten. Das Wichtigste hier in Far Cry 3, ne? Kisten looten und Mission ignorieren. Das ist ja natürlich... Jax. Achso. So, da vorne sind sie. Warte, mit einer Machete, also so. Ernsthaft? Oh. Das könnte lustig werden. Und wo sind sie? Da ist er. Machen wir zuerst den da. Komm her. Boxkampf, yeah! Geht aber eigentlich. Ist zwar ziemlich lebensverschwendend, aber... Ach komm, leck mich! Na geht doch. Easy going. Und das Artefakt nehmen wir auch noch mit. Also Relikt hier da. Was war es denn für ein Relikt, ja? Komm, zeig's mir an. Spinne 20. Cool. Wenn das 20. Spinnenrelikt aufgehoben. Hammer geil. Mach auch die andere Jägeraufgabe. Jagdaufgabe. So.
Was ist denn diesmal? Hunde, Löwen, Bären, Tiger. Na komm. Erlege ein seltenes Albino-Krokodil mit der am Zielort gestellten Machete für einen Tierpräparator. Ein Albino-Krokodil. Okay. Erreiche den angegebenen Ort und rüste dich aus. Okay. Aber schon wieder Machete, wa? Und noch ein Krokodil. Am besten noch ein Hai mit der Machete jagen. Am besten noch 6 Stück auf einmal. Oder so ein Menschenfresserhai. Moment mal, ihr braucht Hilfe? Hey, kann ich dir helfen? Ich muss mit dir reden. Ich bin da. Meine Karre will nicht. Kennst du dich da aus? Ja, also ich glaube, wenn man das so macht, geht das, glaube ich. Ja, sie funktioniert doch. Sieht aus wie neu. Warum machst du jetzt Nickerchen? Hallo? Das ist, hallo? Nicht ein bisschen warm oder so? Ach, dann leck mich. Weißt du, da hilft man den mal ganz freundlich hier, macht seine Karre wieder heile. Wie dankt er mir das? Ich schifft einfach während dem Gespräch ein. Weißt du was? Ich hab eine Idee. Als Viertwaffe werden wir uns dann einfach so ein Universalwerkzeug holen. Einfach nur mal so Spaß. Weil wir es können. Ach, da unten. Okay. Hui! Was ist denn mit dir los? Bist du angehört? Bist du gestorben? Schmeckt die hier? Na, wo sind sie denn, die Krokodile? Ach, hätten wir nicht eine kleine Brücke sein können, ist nicht nass. Ist der ganze Tag versaut. Wie viel sind denn hier? Bestimmt sind jetzt so 100 Krokodile. Da wahrscheinlich, wa? Jo. Oder im Wasser? Ha. Da ist eins. Und die soll ich jetzt mit dem Messer jagen? Muss ich erstmal reinspringen, müssen die mich erstmal anfallen oder was? Ja, komm. Ah, komm. Geht ja easy. So, was ist das Albino-Krokodil? Ja! Tatsächlich. Ah, das gibt man jetzt mal sehr gut. Eine Frage, was hat mir das gebracht, wenn ich jetzt dieses Albino-Krokodil zählt habe? Ist ja öde. Ich muss gleich noch eine 5. Waffe vertragen. Okay, dann gucken wir mal weiter auf die Karte. Was machen wir denn noch? Ach, wir sollten zu Holzstützpunkt. Deswegen würde ich sagen, machen wir... Ach nee, Quatsch. Da wollten wir erstmal die ganzen anderen Sachen machen. Klar, da war ja was. Dann würde ich sagen, gehen wir da und fangen einfach der Straße. Bis zum Funkturm. Also ungefähr irgendwie so in die Richtung da. Je nachdem, ob Lager oder Funkturm zuerst ist. Wenn es so unten Lager und oben auf dem Berg ist, das Funkturm, dann machen wir zuerst das Lager, oder? Ja, komm. Ja, machen wir heute das Spiel ja langsam zu Ende. Erstmal aufs Dach springen. So. Und übrigens, ich habe gestern gesehen, dass im Video, also Folge 22 oder 21, 22 war das, glaube ich, die im Endeffekt geilste überhaupt, weil es mit der Flammenwerfer-Mission war. Um die Felder abzubrennen. Hat die GEMA gesperrt wegen dem Lied Make It Bundle von Skrillex. Aber naja. Warte mal, ich glaube, ich bin falsch gefahren. Kann das sein? Oh, verdammt. Ja, komm. Machen wir noch einen Versuch. Und jetzt gucke ich zuerst auf die Karte. Und ich... Alter, bin ich doof? Wie kann ich mich dazu vertun? Scheiße. Ja, stimmt, wir sind da, weil ich das rote Dach gesehen habe, das hat mich irritiert. Oh Mann. Oh, eine Hula-Hoop-Figur. Ja, Hula-Hoop.
Nicht Ruder, nur Lob. SpongeBob-Musik, yay. Ich schaffe es nicht, irgendwie hier so zerschlagen kann, die Scheibe und einfach rausschießen kann. Haha. Dum 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 dum. Irgendwie ist es schön, wirklich hier hochzufahren. Und trotzdem erstmal Blut verlieren und rausrollen. Ah, Munition. Brauchen wir nicht mehr kaufen. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht genug Geld oder so. Moment, Moment. Erstmal gucken, wo muss ich da hin? Erstmal Gehirn anschalten. Immer ernsthaft muss ich. Da muss ich nicht dran, das ist klar. Da komme ich irgendwie dran, oder? Hä? Scheiße, ich bin maximum verwirrt, das ist nicht gut. Okay, jetzt erstmal alles angucken. Hier komme ich nicht hoch. Hier auch nicht. Und hier ebenso wenig. Hex. Okay, jetzt bin ich maximal verwirrt. Ah. Ich muss mich da reinhangeln. Ach, der Kackfunkturm war das. So. Jetzt aber. Erstmal vom Turm natzen lassen. Jetzt auf der anderen Seite wieder rausfallen. Hui. Ja, komm. Hammergeil. Weil jetzt ja nach oben in luftige Höhen. Mein Gott. Das wird wie schwer, tut mir echt leid, aber da kann ich nichts dran ändern. Ich hab mich mal, warum das bei mir gesperrt wird, bei anderen nicht. Ich bin schon mal dieses leiser. Yeah, Mann. Ich bin bestimmt jetzt voll falsch gelaufen, oder? Ich will da nicht drüber. Ich bin drüber gegangen. Ich hab's. Das war gut. Warte mal. Da können wir irgendwie hinkommen. Hm. Okay, der ist schon ein bisschen schwerer jetzt gerade. Erstmal kurz nachdenken. Ha! So. Boah, Alter, also dann, der Funktion war irgendwie immer schon das Schwerste, finde ich. Und jedes Mal verkacke ich den irgendwie. Wenn er so geblieben wäre und noch ein bisschen länger wäre, dann wäre er sogar noch richtig, richtig geil gewesen. Aber irgendwie, das war zwei schwere Sachen, das war's. Aber egal. Jetzt haben wir erstmal das Schloss kaputt, ziehen die Karte raus und drücken die zur Schaltung. Also legen sie um. Hading! Klick und klick. Jo. Ist ja interessant. Erfolgfunktion aktiviert. Jo. Neue Dings. Was? Bushman? Was war Bushman nochmal? Ja. Ist ja auch egal. Also da unten ist das Lager schon, was ich haben wollte, ne? Ja. Sehr gut. Whee!
Ich würde sagen, gehen wir mal von unten, oder? So ungefähr. Hui. Mayday, Mayday, wir gehen runter, wir gehen runter. Erstmal die grünen Pflanzen. Erstmal ein paar Drogenpflanzen abernten, ja. Ach, wobei. Zwei Lager haben wir noch. Hm. Ist ja doof. Schade eigentlich. Das ist das Sperrgebiet, ja, deine Mutter Sperrgebiet. Wir gucken uns das mal alle an. Das ist natürlich der falsche Pfeil, ne? Eigentlich würde ich ja den haben. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, komm, easy going. Lol. Okay, das war zu viel. Spacken. 8, ja, 8 war das. Ja? Sind in 30 Sekunden da. So. Wir kommen von Osten. Brandpfeile haben wir auch noch. Mitten ins Herz rein. Boah. Das ist bestimmt heftig. Weißt du was? Herstellung. Wir brauchen mal ganz kurz was. Erstmal brauchen wir hier Pfeile. Spezialpfeile. Sprengpfeile oder Brandpfeile? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal nur Brandpfeile. Und zwar 8 Stück und 2 Sprengpfeile. Warum? Weil ich jetzt genau, weil ich jetzt treffen will. Erstmal ganz kurz markieren. Chill mal, Junge. Übertreib. Das sind die ganzen Scharfschützen töten, okay? Ich hätte die ganze Zeit von da beschossen, nur von wem? Da! Weg. Alter, jetzt alle mich jetzt alle gesehen haben. Da war ja doch einer. Alter, wo denn? So, wo genau ist der jetzt da? Spacken. Hey, nicht weggehen. Hey! Spacken. So. Okay, wo ist da einer? Mal ganz im Ernst. So. Stirb. Homo. Mal ganz im Ernst. Lol. Ich werd von da gesehen, aber wer denn? So, okay, was ist da?
Pflanzen bestimmt, wa? Hä? Okay, warte mal, maximal verwirrt. Du warst das. Warte mal. Was? Erstmal den Flieger töten. Okay, okay, okay. Ja, Wechselwaffe, komm. Ja. Da kommt eine Idee. Okay, warte, ich muss ganz kurz herstellen. Ist mir gerade eine Idee gekommen. Sprengpfeile herstellen. So. Was? Alter! Da kommen zwei Helis an als Verstärkung. War ein bisschen krass. Hey, brennt. Jo. Einer noch, wa? Was ist denn hier für eine Kanalröhre, Junge? Ach, scheiß auf Kiste. Na, was geht? Ja, schaff ich schon. Ja, schaff das schon. Weißt du, ich stehe mitten in euch drin, das treffe ich nicht so gut, ey. Drei wäre verschweren, ein welchen wäre ich habe. Na, eine Pistole! Ist ja interessant. Aber okay, mit einer Pistole. Warum auch nicht? Yeah, man. Haben wir so eine Kackpistole hier? Ich hätte vielleicht selber einen kaufen sollen. Boah, ich hab ne Idee, was ich gleich mache. Oder mache ich das wirklich? Also ich will auf jeden Fall gleich nochmal pokern gehen, bevor wir es zu Ende bringen. Einfach nur aus Spaß. Mein Gott, hat er wenig gezogen. Ja, ja, komm. Ich hab wirklich eine selber kaufen sollen, ist ja kacke. Ja, komm, stirbt doch endlich. Alter, ernsthaft? Ach, sind nervig. Nein! Boah. Komm, stirb. Meine Güte, ne. Komm. Geht doch. Hat eine Kackpistole. Geh mal hier in die Höhle rein, du. Hier gibt's doch bestimmt irgendwas zu looten. Ach ja, damit haben wir die ganze Weltkarte bis auf ein Lager gemacht, sowas. Die gibt's ja auch noch. Ich würde sagen, die verschonen wir, sparen wir uns aber, das sind immer diese Kack-Quests, da. Die eigentlich niemand haben will. Wie kommen wir da schneller hin? Ich würde sagen, wir gehen da und springen einfach runter, oder? Ja. Guest Town. Ich hätte es vorher markieren sollen, fällt mir auch so auf.
war ziemlich schlecht jetzt. Ich habe mit Marco gestern angefangen Terraria zu spielen. Wir haben den ganzen Tag durchgezockt. Wir haben jetzt schon komplette Dämonit-Rüstung und eigentlich sind wir gerade nur noch irgendwie zur Fleischwand. Ach, neues im Shop AMR. Dann kann ich es euch mal zeigen. Verkaufen wir nochmal schnell ein paar Sachen, die wir nicht brauchen. Munition können wir uns auch nochmal holen, du. Dann gehen wir mal zurück. Einzigartige Waffen. Den Bushman haben wir da. Das ist die, die wir eigentlich ganz benutzt haben, diese P146 mit optischen Zielfernrohr erweitert Magazin. Schalldämpfer und Lackierung. Also eigentlich ist das Zielfernrohr braucht man jetzt nicht wirklich, aber egal. Erweitert Magazin ist geil. Schalldämpfer gut, Lackierung gut. Das hätte ich auch selber machen können eigentlich, oder? Sie wurde auf größere Genauigkeit und Durchschlagskraft optimiert, aber egal. Bushman. Hammer cool. Können wir uns eigentlich auch mal gönnen. Hier AMR, eine Z93 mit erweiterten. Warte mal, Z93 müssen wir uns mal nachgucken. Damit ihr wisst, was die Z93 ist. Tada! Die können sie doch als einzigartige Waffe kaufen. Und zwar mit erweitertem Magazin. High Power Zielfernrohr. Und Lackierung. Sie verschießt panzerbrechende Munition und wurde hinsichtlich Durchschlagskraft und Reichweite optimiert. Warte mal, die hat hier 30 Streifen voll. Was hat unsers? Ha. Das finde ich geht aber nicht so, oder? Da müssen wir uns leider mit dem hier ausrüsten. Aber ich sag, warum das da hin, wa? Ja, komm. Yeah, easy going. Den Bushman will ich aber auch haben. Wie machen wir es jetzt mit dem Bushman? Ich würde sagen, wir machen erstmal das da. Und uns die da. Ausrüsten. Als die da. Weil ich mich scheiße. Was kann die denn so schönes, ha? Lass das doch! Warum, wenn ich den anschieße, warum brennt das da dann? Ja, Hilfe, Feuer. Wobei ich lieber erstmal die Waffe haben will, bevor ich ihn... Wobei... Eigentlich ja egal, wa? 3800 brauchst du mal dafür, ne? Okay, jetzt sind wir zu tief. Hätte ich wahrscheinlich geschafft, aber es ist trotzdem zu gefährlich. Wir können ja nochmal springen. I believe I can fly. Ich kann nicht singen, oh yeah. Hm. Ich würde überlegen, was Niki machen oder was irgendwie Hardcore machen. Oh. Sie ist jetzt auf Durchschlagskraft gepimpt, oder was? Das ist die, die ich immer benutzt habe. Oh mein Gott, die ist das. Jetzt fliegen die mich richtig schön. Whee! Das war das, was ich meinte. Warte mal, schlimmer. Nein! Jetzt chillt mal! Ach, ich hab keinen Spritzen mehr! Hoppala! Hätte ich vorher welche produzieren sollen, oder? Ja, ups, ja,